Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Das war knapp. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Bioshock, heute hier mit am Start. Ja, wie man gerade gesehen hat, Flugzeugabsturz, kennt man irgendwoher von anderen Spielen. So, jetzt sind wir hier. Ja. Irgendwo. Wir gehen mal durch die Tür hier. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Ryan. Ich sehe hier gar nichts. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Ach so. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich hoffe, ihr versteht mich auch gut und deutlich, weil die Musik, ich habe die Musik schon runtergestellt und alles andere, aber ist trotzdem noch so verdammt laut. So, hier haben wir... Ja, mal schauen, was wir hier haben. Und ab geht's in die Tiefe. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden.
eine Unterwasserstadt wie Atlantis. Hier schwimmt mal so ein schöner Buckelwal oder was auch immer vorbei. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Wir werden anscheinend schon erwartet. Also Flugzeugabsturz haben sie wohl mitbekommen. Benutze linke Maustaste, um eine Waffe abzufeuern oder ein Plasmid zu verwenden. Ihr müsst mal in den Kommentaren schreiben, ob ich diese Spieldaten werden geladen etc. Puppe rausschneiden soll oder einfach mit drin lassen soll. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Hallo. Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Schrei. Sterbe laut. Na, wer bist denn du? Ist das jemand Neues? Ja. Ach du Scheiße. Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Hallo? Vita Camper, Champer, was ist das? M? Sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in den letzten Vita Champer, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du erhältst immer auch zumindest eine kleine Menge EVE. Vita Champers funktionieren automatisch, sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Tauchkugel, Station. Ein Überlebender der Stadt namens Atlantis hat dich über das Funkgerät kontaktiert. Er hat dir den Rat gegeben, sich weiter nach oben zu begeben. Es könnte klug sein, ihm zuzuhören. Okay. Wir können springen. Aber noch nicht hauen. Ich schenke dir einen Zahn. Nö, warte mal. Aber du kannst mir eine Waffe schenken, wenn du magst. Nur noch ein bisschen näher. Da kommt sie. Bitte sichern, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Spleißer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Nehmen wir, um eine Rohrzange zu schwingen. Gut. Fühlt sich gut an in der Hand. Drücke C, um zu ducken. So. Wow! No!
Da heile ich mich mal kurz. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. Jojojo. Also es fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Was haben wir hier? Eine Spritze. Ja. Ohne zu wissen, was es ist, einfach mal den Arm. Bleib ruhig. Der genetische Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Okay. Ich esse es einfach mal. Ach so. Ach, die Chips sind ja... Ach so. Das ist sozusagen wie ein Leben, den man sich dann auffrischt, theoretisch. Glaube ich. Okay. Hier weiter, verdammt. Ach, da unten wahrscheinlich. Plasmido. Wow, 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 wow. Es wäre verdammt laut hier. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Hallo Fischi. Okay, das wäre schon mal geschafft. Scheint wohl nur Wasser zu sein, reflektiert vom irgendwelchen roten Lichtern. Okay, und Vita Champler, wissen wir schon, was es ist? Das nehmen wir. Oh. Oh. Nein. Okay, man kann hier nicht helfen. Ich hatte so ein kleiner Elektro... Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Link-Link-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Komm schon. Ich brauche nur jemanden zum Reden. Nein!
Ich muss da irgendwie rausfinden, wie es funktioniert. Ja, bin ich gleich tot. Sag Ryan, dass es mir leid tut und dass es nicht wieder macht. Ah, ist ja gut jetzt hier. Ich hab das Gefühl, ich mach's, glaube ich, ein bisschen falsch. Auf jeden Fall verzeiht mir. Ich habe nämlich kein Schimmer, was ich hier machen muss. So großartig. Krieg ich mal ein bisschen runter hier. Audio-Option. Das denke ich echt. Ich mach doch mal ein bisschen leiser kurz, weil es dröhnt mir in die Ohren. Blub. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Du Scheiße. Halt's Maul! Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, wenn wir nicht mit ihnen fertig werden. Yeah. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Das ist ja mal ein hübsches Baby, was sie ja hatte. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Zum letzten Mal. Ich warne dich. Denkst du dir eigentlich dabei, Charlie? Charlie, wo gehst du hin? Ich bin grad voll konzentriert, ey. Keine Munition mehr. Das ist ich hab mich nicht durchgekommen muss. Was ist denn hier los jetzt? Nein! Das fängt ja schon mal gut an. Ja, ich hoffe es doch. Na klar, komm hier mit der Plasmageschosse und... etc. etc. Machen wir auf hier. Achso. So, müssen wir das hier nochmal einsammeln. Ach, wir haben sogar unser... Huh.
Wir müssen, wie man rennen kann. Achso, jetzt weiß ich es wieder. So, die Alte haben wir schon getötet. Knarre haben wir schon. Knarre haben wir nicht. Doch. Okay, alles klar. Wo ist hier hin? Okay. Oh. Es geht's richtig rund. Achso, ich bin schon wieder nüchtern. Yeah, Gesamtdollar 1. Juhu. Oh, auf die Schnauze. Geschlagen, bist du da, Kleine? Er ist weg. Schätzchen, du kannst rauskommen. Ach du Scheiße. Okay, interessant, interessant. Untersuchen und nimmt's auf. Erstmal eine Kippe. Okay. Yeah. 8 Pistolen Munition. Gucken wir uns noch hier schnell um. Yeah, Moneten. Wir sind bald reich. Wenn du eins Bleife am Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektrobolt. Ist ja nur Alkohol oder was? Brauchst du nicht mehr? So, dann gehen wir kurz nochmal oben lang. Dann schauen wir uns oben nochmal um. Oder hat's ja komisch so... Okay. Ich sag keinen Schimmer, was das bringen soll, aber ich mach's einfach mal. Einfach weil wir es können. So, dann packen wir mal die Spritze nochmal rein. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Ich bin immer freundlich. Ist das nicht das kleine Mädchen? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Ach du Scheiße. Nein. Irgendwo, wenn die Little Sister irgendwo hier ist, muss dieses andere Vieh auch hier sein. Big Daddy.
Fiere Jacke, Fiere Jacke. Leck mich doch am Arsch. Alter. Boah. Ein epischer Fight. Wer wird gewinnen? Big Daddy oder... Muss ich jetzt rennen? Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Boah. Haben wir mal erschrocken, ey. Sollte ich mal die Knarre wieder nehmen? Okay. Geht hier auf jeden Fall recht schon gut ab. Ich werde die Anfangsfolge ein bisschen länger gestalten als die danach folgenden. Weil es ja natürlich auch die ganze Einleitung und so. Ich denke mal so auf 40 Minuten werde ich schon die Folgen halten. Und die restlichen werden wir dann einfach mal ein bisschen kürzer machen. So, hier geht's nicht weiter. Ich sehe gut aus. Kapiert das keiner? Am Arsch. Ich bin kein schlimmer Digga. Wählen Sie Ihr Plasmid aus und entwickeln Sie sich weiter. Kein Vergleich zu diesen Leuten am Apollo Square. Das sind Tiere, jeder einzelne. Was? Was? Hier stand irgendwas. Ah. Warte mal, wie war das? Alter Schwede. Die sind in Berührung mit Wasser, weißt du, aber nothing. Schade. Ich dachte, wir kriegen so unseren eigenen Big Daddy, aber... So. Dann... Was haben wir da? Nichts. Sicherheitsalarm ausgelöst. Wow! Arsch, kriegst du mich nicht. Boah, wie viele kommen denn von denen jetzt bitte? Ist ja wieder wilde Western hier. Ja! Kugeln, ey. Verlierst du so schnell so viel. Dann erstmal die Brechstange wieder. Oder die Rohrzange. So, den haben wir schon untersucht. Gehen wir einfach mal schnell hier lang.
kann die Toiletten nicht alle gleichzeitig aktivieren. Nanu? Achso, hier geht's lang. Okay, das Tor bleibt auf. Ich dachte gerade, das geht zu. So, was machen wir denn jetzt hier? Please stand by. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Da, mach mal. Versuche es. Oh. Also mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? KGB. Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Leckt mich am Arsch. Mach auf, Mann. Ich bin doch schon weg. Ach so. Oh, Alter. Drücke M, um dein Ziel und die Karte zu sehen. Du kannst dir auch einen Tipp holen, falls du nicht weiterkommst. Medical Pavilion. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Benutze den Notzugang. Okay, okay. Drücke M, um die Karte zu checken. Was? Oh. Willkommen im Zirkus der Werte. Was? Wie Geld habe ich denn? 67. Das reicht wohl erstmal. Spiel heute Abend. Ich habe gehört, dass die Rides Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas bei den überall. Warum blendest du ja nicht weg an die Worte von Echo? Warte mal, das machen wir gleich. Fahr mit deiner Familie nach Fort Frolic und Arcadia. Geh aus und geh shoppen. Das ist unsere Art zu leben in Rapture. Oh, Geld, 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 Geld. Oh. Mal wie wild E drücken. So, da geht's bestimmt wahrscheinlich gleich weiter. Ich gehe kurz hoch hier, weil man muss ja alles nochmal erkundet haben. Oh, da liegt was. Die alte ist leer. Da müssen wir wohl diesen Bot da erstmal hacken. Platten aufdecken, Rohre tauschen, Bilder eine Kette. Boah. Wo muss ich hin? Ach da. Geschafft. Tötet es mich doch bestimmt gleich selber, ey. Kann ich ihn auch hacken? Und ich habe natürlich den dümmsten erwischt von allen. Klasse.
ich stehe. Es ist illegal. Ach, wie geil, ey. Ich hab echt den Dübsen erwischt. Klasse. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, ja. Lauf mal. Lauf, flieg mal. Wenn du den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er sie einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Was passiert jetzt? Okay, das Tor geht auf. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Dann kommen sie. Stirb doch mal! Ich habe keine Munition mehr. Alte Schlappe! Das bringt ein Mädchen in Fahrt. Geht ich gar nichts an. Achso, da kommt, holt mich hier raus. Witzig. Oh Mist. Besuchszeit zu Ende. Der Parasit hat drei Dinge. Den freien Mann, den freien Wind und freie Menschen. Komm raus und kämpfe fair. Ah, die gehen mir aber schon ein bisschen auf den Sack. Uah, ja, ja, ja. Warum bist du eigentlich da, wenn du sowieso nichts machst, ey? So, leer. Oh. Das hier ist keine billige Abfallung schon. Das ist alles, was deinesgleichen macht. Es war eine vergnügliche Nacht. So. So. Das ist so scheiße, dass ich verwechsel F mit E die ganze Zeit, deswegen habe ich jetzt null Leben. Ist anders. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzunehmen. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Okay. Langsam ein bisschen ungemütlich hier. Boah, ich geh gleich drauf, ich geh gleich drauf. That go sail.